Erste Liga, dritter Versuch. Mit einem Heimspiel gegen Medi Bayreuth starten die Basketballer von Rasta Vechta am Freitagabend in die Saison 2018-19 der ersten Basketball-Bundesliga. Für den Aufsteiger ist es der dritte Versuch, sich in der BBL zu etablieren. 2014 und 2017 stieg Rasta Vechta jeweils als Tabellenletzter ab. Nun also ein neuerlicher Versuch, im Oberhaus zu bleiben. Sechs Spieler aus dem Pro-A-Meisterteam sind geblieben. Josh Young und Chris Carter, Robin Christen und Philipp Herkenhoff, Luke van Sloten und Seth Hinrichs. Hinzu kamen fünf Neuzugänge, die Coach Pedro Calles an Land zog. Austin Hollins und Michael Kessens, Max Di Leo und TJ Bray und zuletzt der Center aus Australien, Venkatesha Joyce. Wir haben uns mit Coach Pedro Calles vor dem ersten Saisonspiel unterhalten, über die Ziele, über die Probleme in der Vorbereitung. Mit seinen 35 Jahren ist der Spanier der jüngste Coach in der kommenden BBL-Saison. Nach 3 Jahren als Co-Trainer in Vechta hat er nun das Amt des Cheftrainers übernommen. 7 Wochen Training und 8 Testspiele. Ist Rasta bereit für die Herausforderung BBL? Wir arbeiten daran. Die Vorsaison war im Hinblick auf die Chemie untereinander sehr gut und auch der Lernprozess war sehr effektiv. Doch wir hatten auch mit ein paar Rückschlägen zu kämpfen. Es gab Ausfälle in der Vorsaison und Probleme, Spieler rechtzeitig fit zu kriegen. Diese Puzzleteile müssen wir jetzt neu anpassen. 6 Spieler sind aus dem Pro-A-Meisterteam geblieben, dazu 5 neue Spieler. Können Sie das Personalpuzzle im Sommer beschreiben? Ja, ich glaube, das ist ein guter Mix, denn wir behalten Spieler, die sehr wichtig für uns waren in der letzten Saison. Ich kenne sie, sie kennen mich, wenn auch in einer anderen Rolle, doch ich glaube, sie wissen, was für eine Art Coach ich bin. Und jetzt mit den neuen Spielern versuchen wir Leute zu finden, die den richtigen Schritt in ihrer Karriere gehen wollen. Und wir sind davon überzeugt, dass Rasta der beste Weg für sie ist. Sie haben die Schwierigkeiten in der Vorbereitung angesprochen. Wie schwierig war es, das zu kompensieren? Naja, wenn Spieler fehlen, muss man eben kreativ sein und versuchen, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, um weiter voranzukommen. Aber wie ich schon sagte, wir sind jetzt wieder gut aufgestellt und schauen nicht zurück, sondern nach vorne. Wir sind auf dem richtigen Weg und haben jetzt noch 3 Tage, um uns auf das Spiel am Freitag vorzubereiten. Für Rasta Vechta ist es der dritte Versuch in der BBL. 2014 und 2017 war der Club nicht in der Lage, in der Liga zu bleiben. Was macht Sie zuversichtlich, dass der dritte Versuch erfolgreicher ist? Ich glaube, jetzt wissen wir, dass wir alles, was wir tun, zusammentun müssen. Zusammenhalt ist der Schlüssel für ein gutes Spiel und unser Ziel ist es, jeden Tag besser zu werden. Unsere Ambition und unser Traum ist es, in der Liga zu bleiben. Das wird das Ergebnis am Ende der Saison entscheiden. Doch darüber denken wir jetzt noch nicht nach. Die Saison beginnt am Freitag mit einem Heimspiel gegen Bayreuth. Können Sie kurz den ersten Herausforderer beschreiben? Bayreuth ist ein sehr starkes Team und war in den letzten 2 Jahren 6. und 5. platziert. Letztes Jahr dann der internationale Wettkampf. Coach Raul Korner hat einen fantastischen Job geleistet und gute Spieler wie Andreas Seifert, Bastian Dorett oder Damon Brooks aus der letzten Saison behalten. Jetzt kommen 7 neue, wirklich talentierte Spieler dazu und sie werden mit Sicherheit ein starker Gegner sein. Nicht nur für Freitag, sondern für die gesamte Saison. Okay, Pedro, thanks for your time and all the best for Friday. Thank you. Pünktlich zum Saisonstart von Rasta Vechta bringt die Oldenburgische Volkszeitung zum mittlerweile 6. Mal ihr eigenes Vorschau-Magazin auf den Markt. Das Heft Rasta 18-19 liegt am Freitag der OV bei. Auf 52 Seiten gibt's alles zur neuen Saison in der ersten Bundesliga. Porträts über die Rasta-Spieler und die Porträts über die künftigen Gegner. Von Bayern München bis Alba Berlin, von Bose Bamberg bis zu den Crailsheim Merlins. Alle Daten, alle Fakten, alle Kader, alle Wechsel, alle Termine. All das gibt's ab Freitag in Rasta 18-19.